Hallo Leute, Action Parfüm. Ich habe mir ja diesen Schuh hier bei Action gekauft. Ich kannte den noch nicht. Ich kannte den in Rosa und in Gold, aber den in Grün, den kenne ich nicht. Und es gab auch keinen Tester zum Riechen, zum Testen. Das ist von Marc Dion. Das ist Fiorella Stiletto und zwar Garden Dreams. Hier. So schaut der Duft aus und das ist wirklich absolut First Impression. Ich werde das jetzt mit euch zusammen auspacken und mit euch zusammen den Duft testen. Das Geraschel tut natürlich leid, aber es raschelt halt, wenn man die Folie aufmacht. So schaut die Verpackung aus. Es sieht schon grün aus. Ich denke, dass es auch grün riechen wird. So, hier macht man das auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das behalten werde, ob ich das verschenken werde. Also wie der Duft ist, ich weiß überhaupt nichts davon. Und wahrscheinlich so der Schuh, der ist süß, aber grün. Ich mag ja den von Carolina Herrera mit dem richtig hohen Absatz. Aber dieser hier ist auch ziemlich süß. Und das werde ich jetzt mit euch zusammen testen. Ich habe mir so Teststreifen zugeschnitten aus irgendwelchem Papier, da Bastelpapier, ebenfalls aus Action. Und da werde ich das jetzt auch drauf sprühen. So, so seid ihr bereit, Leute? Okay. Das riecht, warte mal, das kommt mir richtig bekannt vor, aber. Mein Gott, komme ich jetzt nicht drauf, aber ich kenne das Parfüm. Brauche einen Moment. Sag euch das jetzt. Moment. Muss ich nach. Wartet mal. Ich habe das jetzt getestet. Ich habe das jetzt immer wieder aufgesprüht. Ich habe davor aber schon zwei Parfümvideos gedreht und sehr viele Düfte geschnuppert. Ich kann jetzt nicht 100% sagen, nach was das riecht. Normalerweise erkenne ich so einen Duftzwilling ziemlich schnell. Manchmal direkt. Auf jeden Fall, mich erinnert das Parfüm etwas an So Skandal von Jean-Paul Gaultier. Der ist nur etwas blumiger, aber auch so richtig süß. Aber halt blumiger. Das ist so, ich muss das morgen noch einmal testen, sobald meine Nase sich erholt hat, weil jetzt habe ich auch sehr viel Alkohol gerochen natürlich und Alkohol betäubt ja dann auch den Sinnesorgan Nase hier drin. Aber es ist ein sehr angenehmer Duft, Leute. Dieser grüne Schuh riecht sehr hochwertig. Den Teststreifen habe ich ja auch etwas jetzt liegen lassen, ein paar Minuten. Und der riecht immer noch richtig intensiv und stark. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich werde dieses Parfüm auf jeden Fall für mich behalten, weil ich das gerne mag. Und morgen werde ich noch einmal dran riechen und sobald ich herausgefunden habe, zu was das ein Duftzwilling ist, werde ich sofort ein Video dazu machen. Für mehr Parfüm-Content macht gerne das Plus weg und das Herz rot, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.